Guten Abend und willkommen zur Spätausgabe der Landesschau aktuell, heute mit diesen Themen. Es stinkt gewaltig, und zwar den Kunden von VW. Viele wollen den Konzern verklagen. Hals über Kopf, ein Mountainbiker stürzt tief und verdankt dem Handy seine Rettung. Der neue 20er, seit heute gibt es ihn, mit jeder Menge Sicherheitsmerkmalen. Durch den Terror von Paris ist der VW-Abgasskandal etwas in Vergessenheit geraten. Aber da sind immer noch mehr Fragen offen als beantwortet. Zumindest eins ist jetzt klar: Das Kraftfahrtbundesamt hat laut VW die ersten Umbaupläne für manipulierte Dieselfahrzeuge genehmigt. Damit können ab Januar die ersten Autos in die Werkstatt. Das kostet den Konzern jede Menge Geld. Noch teurer könnten allerdings die Sammelklagen werden, die auch in Rheinland-Pfalz vorbereitet werden. Weil bei vielen VW-Dieselfahrzeugen hinten mehr Stickstoff rauskommt, als erlaubt ist, steht in der Kanzlei der Finanzmarktanwälte Wörle und Schick in Bad Kreuznach schon seit Wochen das Telefon nicht mehr still. Das Thema: der Abgasskandal bei Volkswagen. Alleine hier in der Kanzlei sind es bis jetzt schon rund 400 Mandanten, die gegen VW klagen wollen. Es geht erstmal um die Durchsetzung der Ansprüche hinsichtlich einer Nachbesserung oder einer Reduzierung des Kaufpreisanspruchs. In zweiter Linie wäre denkbar eben ein Rücktritt des Vertrages, sprich, dass der Kaufvertrag rückabgewickelt wird. Das Fahrzeug wird an den Verkäufer zurückgegeben und der Käufer erhält seinen Kaufpreis zurück abzüglich einer eventuellen Nutzungsentschädigung. Die Mehrheit der Mandanten klagt aber aus einem ganz anderen Grund. Als Aktionäre wollen sie eine Entschädigung für die hohen Kursverluste der VW-Aktie an der Börse. Nachdem VW die Softwaremanipulation Mitte September zugegeben hat, ist die Aktie zeitweise fast um die Hälfte eingebrochen. Der Vorwurf: der Konzern habe die Aktionäre viel zu spät über die Manipulationen informiert. Wir haben viele Mandanten, die ihr gesamtes Vermögen dort rein investiert haben für ihre Altersvorsorge. Und die sehen sich jetzt natürlich mit der Sachlage konfrontiert, dass sie ihre ganzen Ersparnisse im Prinzip oder zumindest die Hälfte davon verloren haben. Wir reden davon, dass hier dieser Kursdifferenzschaden im Prinzip, der dürfte ungefähr bei 60, 70 Euro liegen pro Aktie. Davon gehen wir aus, dass wir den für die Mandanten entsprechend zurückholen können. Alleine hier in der Kanzlei geht es um Schadenersatzansprüche von mehreren Millionen Euro. Den Vertrauensverlust in die Marke VW bekommen jetzt nach und nach auch die Händler im Land zu spüren. Die Auftragsbücher sind längst nicht mehr so voll wie noch in den ersten 9 Monaten. Das bestätigen auch die neuesten Zahlen beim Landesverband des Kfz-Gewerbes. Bei den Auftragseingängen ist jetzt, wie mir berichtet wurde, wirklich spürbar ein Rückgang zu merken, gerade was den November angeht. 20, 30, 40%, sowas kann es schon geben am Ende. Ganz genau, der November ist ja noch nicht vorbei, aber es deutet sich ein ziemlicher Rückgang an. In der Kanzlei Wörle und Schick werden derzeit die Klagen gegen VW vorbereitet. Ob und wann die Mandanten eine Entschädigung bekommen, ist noch nicht abzusehen. Verfahren wie das gegen Volkswagen können sich über Jahre hinziehen.